Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Stone Valley. Ja, wie ihr seht, die Möhren, die habe ich jetzt beendet. Und jetzt geht's hier weiter. Wir sind hier fleißig am Rumtütern. Die letzten Möhren, die gingen nicht mehr ins Silo, kann ich euch zeigen. Da, unser Möhrensilo ist voll. Möhren. Ja. 200.000? Ah, ich habe da hinten noch ein Silo, ah, ist egal. Jedenfalls habe ich dann jetzt den Rest verkauft. So, jetzt schicken wir den eben nach Hause. Truckstop Hof. X, Abfall einstellen, aktivieren. So. Den brauchen wir jetzt. Der muss unten zum Feld. Weil ich schon angefangen hatte, Mais zu dreschen. Der Johnny ist hier am Kalken. Nebenan auf der Fläche. Den sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht. So. Machen wir hinten auch schon auf. Weil Mais gehen ja in diese Hänger. Und dann können wir den hier direkt einladen. Oh, der Johnny. Sieht man das? Ne, man sieht ihn nicht. Der ist hier jedenfalls am Kalken. Seht ihr ja an der Spur. Da können wir da nämlich gleich den großen John Deere drauf juckeln. Kann der da anfangen zu pflügen. Und währenddessen werden wir hier anfangen, unser Mais runterzuholen. Oh, der LKW, der ist so genial, oder? Hört euch den Sound an. Und jetzt? Finde ich voll genial, ey. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Da stehe ich ja drauf. Was ist das denn hier? Weiß ich gar nicht, muss ich gleich auf die Karte gucken. Ja, aber den müssen wir an der Straße stehen lassen. Weil, wenn der voll ist, weiß ich gar nicht, ob der das alle zieht. Oh, die Schilder haben Collies. Gut zu wissen. So, wir müssen aber noch drehen. Fahren wir hier bei Nachbarn in der Acker. So, dann können wir den hier hinstellen. So, hier so an der Seite. Wir können natürlich auch die Warnblinker anmachen. Ne? Voll die Spielerei. So, der ist am Kalken. Den müssen wir gleich umhängen. Seht ihr? Der kalkt hier. Den brauchen wir. Mal schon mal Röhrchen raus. Fahren wir eben hier hin. Kannst du da rein tanken? Und es läuft. Es nimmt Gestalt an. Wir kommen voran. Da war zwar jetzt noch nicht so viel drin, aber das muss erst reichen. Eine Bahn hoch und runter kommen wir nicht. Aber ich wollte hier vorne auch eben noch ein bisschen Vorgewende hinmachen. Dass wir hier besser drehen können. Also ein bisschen muss man ja noch selber machen, ne? Aber man kann ja nicht nur auf Curseplay gehen, also ein bisschen muss man noch selber machen. Weil... Dann können wir gleich den dicken Johnny ansetzen. Ja, wie gesagt, der soll dann ja gleich fliegen. Weil ich freue mich darauf, mit der großen Sämaschine säen. Zusäen. Deutsche schwere Sprache, ne? Und dann geht das jetzt hier so langsam voran. Dass wir da vorankommen. Aber ich denke, ich werde die Drescher auf Dauer noch tauschen. Dass wir uns die Klaas holen. Aber jetzt am Anfang müssen wir halt erstmal mit denen auskommen, die wir haben. Aber ich denke, wir werden da noch einen von verkaufen. Weil so viele Drescher brauchen wir im Moment nicht. Wenn man nicht selber fährt, brauchst du im Endeffekt nur einen. Wir könnten rein theoretisch gleich den anderen auch noch ansetzen oder fahren den selber. Müssen wir gleich mal gucken. Aber da ich im Moment noch keinen Trecker für einen Überladewagen frei habe,
Müssen wir uns halt so behelfen, aber es geht. Man kommt auch so klar. Weil ich hatte hier kein Curseplay drauf angesetzt. Und deswegen fahren wir dann jetzt halt erst so. So, Freunde, wie geht's euch denn? Was sagt ihr denn zu diesem Projekt? Gefällt euch das Projekt? Habt ihr da Bock drauf? Ihr habt da schon voll Bock drauf, also muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Durcheskalieren mit diesen großen Maschinen, weil, wie gesagt, ich spiele so selten mit solchen Maschinen. Und da kann man das echt hier ausprobieren. Wenn wir unsere Felder abgeerntet haben, dann werden wir eine Mission machen. Dass wir an Schotter kommen, weil Missionen bringen hier, glaube ich, richtig Geld. Können wir mal nachglotzen? Hallo, wo ist mein Cursor? Da ist mein Cursor. Hier. 30.000 Düngen, nur Düngen. 52.000. Ey, da können wir ja bald besser einen Dünger streuen. Nachher 45.000. Feld 18. Also, es lohnt sich hier schon, ne? Also, ich bin echt am Überlegen, ob wir Feld 10 düngen. Oh, das ist aber eine Kackecke. Naja, müssen wir nochmal gucken, ob wir das machen. Da hat Kursberger, glaube ich, Probleme. Das müsste so unterteilen. Aber das werden wir noch. Schauen wir gleich mal. Erstmal muss er jetzt unsere Fläche da fertig kalken. Schön, dass du auch noch triffst. Klopp dich mal wieder ein. Oh, jetzt hat er aber auch hier genug Vorgewände, dass er vernünftig drehen kann. Jetzt setzen wir den Helfer hier an. Weil wir wollen den Joints-Helfer ja auch mal eine Chance geben, ne? So, du bist angekommen. Eben den Kurs rausmachen. Du kommst jetzt auf die... Hier unten hin. Mit dem Bomber können wir auch aufs Feld fahren. Der hat genug Pferdchen unter der Haube, also. Das ist eigentlich ein LKW für Schwertransport. Aber ich fand den vom Äußeren, finde ich den einfach genial, ne? Da, der sieht ja richtig Bomber aus. Und der hat ja nicht diesen Riesenkipper dahinter, deswegen können wir mit dem auch zur Not aufs Feld fahren. Der Mac, der steht ja unten. Dass wir noch immer entladen können. Einmal gucken, wie weit der Johnny Drescher kommt. Aber zuerst setzen wir jetzt den Fluch an. Und der Kalkomat ist ja auch bald fertig. Was habe ich denn abgehangen? Oh, man sieht das so schlecht da, ne? Das soll er abhängen. Oh. Nehmen wir mal die Raupe. Fahren wir mal mit auf den Hof. Da hinten ist der Johnny am Kalken. Ich hatte den Magnum verkauft und hatte mir einen Johnny dafür geholt. Weil wir mal mit Johnny hier spielen. Ich mag John Deere. Finde ich, sind gut gemacht hier im LS19 und deswegen spielen wir mal mit Johnny. Wir wollen das einheitlich haben. Das ist unsere Flitzpiepe, unser Hund. Müssen wir noch gucken, was der für einen Namen kriegt. So, binde ich mal an. Und dann ab fort. Aber mit dem Ding sind wir natürlich auch ein bisschen dabei, ne? Wir hätten uns natürlich überlegen können, einen 16-Meter-Flug zu kaufen, aber da fangen wir später mit an. Jetzt hier auf den Lüttenecken geht das mit dem tiefen Lockerer. Klopp dich schon mal aus. Der braucht aber lange, bis er das Gas anzieht, ey. So, dann mach mal Feldarbeit. Welches Feld ist das nochmal? 8. Kursregenerierung. Feld.
8. Vorgewände machen wir 4. Scharf. 7,8 Meter. Feldkurs regenerieren. Zurück. Dann speichern wir das. Feld 8. Schauen wir jetzt einfach Flügen zu, dann weiß ich, was gemeint ist. Flügen. Speichern. Seh nix. Mach mal runter. So, und dann Hackengas. Wie lange braucht er? Eine Dreiviertelstunde, ey. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Aber sieht doch genial aus, oder? Muss man ja mal sagen. Ob der da klarkommt? Na, der muss alleine klarkommen. Wir haben hier noch was zu tun. Aber wir könnten eigentlich eben den zweiten Drescher dahin holen, oder? Kommen wir mit dem auch noch. Wir haben's ja. Ist ja nicht so, als wären wir hier bei arme Leute, ne? Kommen wir da durch? Ah, der Pass. Setzen wir den auch noch auf die Ecke an. Den fahren wir dann selber. Dann können die hier rumracken und wir tun das Feld da hinten runterruppen. Dann gucken, ob wir da CCM rausmachen oder was. Ich schmeiß das erstmal ins Silo. Weil verkaufen lohnt sich, glaube ich, nicht. Körner Mais. So. Und dann Hackengas. Aber wir können auch eben den Helfer einstellen. Dann können wir da unten nämlich den Drescher abtanken. So. Da steht unser Mac. Aber ich finde, so viel Ertrag gibt das gar nicht auf diesem Feld. Also ich hätte gedacht, da kommen mehr Mais runter. Also. Mal gucken, wie viele runterkommen. Schön, er tankt ab. Und nicht speichern. Immer will der speichern. Da haben wir 200.000. Körnermais haben wir sogar noch was drin. 27.000, aber da ist ja auch kein Preis, ne? 676. Ne, dann machen wir, müssen wir mal gucken, was wir damit machen. So, und dann kannst du weiter juckeln. Dann wechseln wir. Was macht der da? Hey, du Arsch, du lässt doch voll viel stehen. Oh, der kommt auch gut voran. Hey, Leute, es läuft. Warum flackert das? Passt doch, oder ne? Okay, jetzt geht's in die Knie durch Curseplay, ne? Merkst du direkt. Das ist ja jetzt komisch. Na, okay. So, Freunde, ich sage erstmal danke fürs Zugucken, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.